Und wir blicken in den Westen der USA. Was heute in Kalifornien die weltbekannten Technologiemarken sind, das waren einst die Namen der Goldgräberstädte, in denen geschürft wurde. Symbole für Aufstieg und Wohlstand, die zigtausende Menschen angelockt haben. Vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen immer mehr Glücksritter. Sie brachten Kalifornien sogar den Beinamen Golden State. Das ist lange her. Doch Torben Bürgers zeigt, wie Gold auch heute wieder Menschen in einen Rausch versetzen kann. Das Geschäft im Eisenwarenladen von Albert Forsell brummt. Jeden Tag kommen neue Kunden, um sich mit Werkzeug für das nächste Abenteuer einzudecken. Ob Goldwaschrinnen, Metalldetektoren oder Schürfwannen. Die Nachfrage ist groß, seit sich rumgesprochen hat, dass es in der Sierra Nevada wieder frisches Gold gibt. Es ist eines der Jahre, in denen sogar Leute aus Florida und aus dem gesamten Osten hier rüberkommen, weil sie ein Stück von diesem Goldrausch abhaben wollen. Das ist großartig. Die Bedingungen in den Bergen bei Sacramento sind gut wie schon lange nicht mehr. Waldbrände haben die Ufer der Gebirgsbäche mürbe gemacht. Winterstürme riesige Massen an Geröll in die Täler gedrückt. Als hätte Mutter Natur die Hügel mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet, sagt Albert. Jetzt liege das Gold auf dem Grund des Flussbettes. Mit den Händen wirbeln Albert und sein Partner Chris das Sediment auf. Ich versuche derweil, mit einem Stemmeisen auf den Grund des Flussbettes vorzudringen. Und tatsächlich, nach wenigen Minuten stoßen wir auf eine Ader. Unsere Ausbeute kann sich sehen lassen. Es sind Momente wie dieser, die bei so manchem das berühmte Goldfieber steigen lassen. Es gibt Leute, die kommen und finden große Goldbrocken, aber für die meisten ist es ein Freizeitspaß, ein Hobby für die ganze Familie. Einfach zu lernen, wie Gold tatsächlich aussieht und wie es sich im Wasser verhält, ist ziemlich cool. Mark Dayton kann von der Goldsuche leben. Seine Spezialität sind Metalldetektoren. An guten Tagen findet er mit ihrer Hilfe Gold im Wert von $750. Auch heute ist er nach kürzester Zeit erfolgreich. Not too bad, dude. There you go. California Gold. Okay. Es könnte schon seit einer Million Jahren dort liegen. Wenn man es dann aufhebt, ist man der erste Mensch, der es berührt. Das schafft eine ganz besondere Verbindung und die kann dazu führen, dass einen das Goldfieber packt und man süchtig wird nach diesem Hobby. Von dieser Sucht lebt Placerville bis heute. Auch wenn auf der Main Street schon lange keine Golddiebe mehr gehängt werden. Das kalifornische Gold hat die Kleinstadt berühmt gemacht. Alberts Familie kam einst aus Deutschland. Sein Laden ist der älteste westlich des Mississippi. Der aktuelle Goldrausch macht ihm Hoffnung für die Zukunft. Man sagt immer, dass die dritte Generation den Laden verliert, aber ich werde den Laden nicht verlieren. Reich wird er mit seinem Laden wohl trotz des Goldrauschs nicht. Damit geht es ihm nicht anders als dem Großteil der Goldsucher, die vor 175 Jahren hierher nach El Dorado County kamen.